Hey, Jeff. Congrats on the ceremony today. I'll be glad when it's over. A truck full of armed demons scares me less than public speaking. But I'm calling about something else. What's up? Just got a tip that the demons are moving on the Fisk construction site in Midtown. Life would kill me if I ditched a ceremony prep to play cops and robbers, but I thought maybe my friendly neighborhood partner would want to know. Understood. I'll do a swing by, let you know what I find. And hey, here's a tip on public speaking. Just picture everyone in their underwear. Wait, not Osborne. You know what? Never mind. Okay. Wenn wir jetzt auch noch hier es schaffen würden. Nice, dann können wir jetzt hier den noch schnell mitnehmen. Attention units, we have a break-in in progress. Reports are coming from the lower east side. Over. Okay, also wir haben hier weitere. Wow! Wir sind da genau reingesprungen. Das war nicht mal meine Idee. Das war nicht mal meine Idee, aber hey, wenn wir die natürlich jetzt hier haben. So, meine Sache ist ja eigentlich, ich will eigentlich schon fast eher versuchen, das so zu machen. Au. Okay, alles klar. Ich hatte eigentlich gehofft, den da runterschleudern zu können. Das wurde mir so überhaupt nicht gegönnt. So was? Attack 3 from behind. Web 3 to the wall. Haha, das zählt. Das ist nicht von hinten. Au. War das von hinten? Look at it this way. If I'd actually let you break in, you'd be going away for a lot longer. Schade, dass es der nicht so zählte. Okay, bevor wir jetzt hier zu der nächsten Story-Sache übergehen, ich werde mich hier so ein bisschen in die Freiheit begeben und einfach mal so ein bisschen Sachen sammeln und hoffentlich mit dem Kampfsystem noch ein bisschen besser werden. Captain, I've got eyes on a Fisk construction site and their equipment's covered in dust. Just there for show? That's my bet. I'm gonna take a closer look. Und dann bin ich wieder. Ich habe mich relativ gründlich umgesehen gehabt in der Welt, habe versucht, so ein bisschen besser in den Kämpfen zu werden. Denke, einen gewissen Erfolg durfte ich dabei erzielen, jedoch definitiv die Dämonen bleiben ein ernsthaftes Problem. Einfach weil sie so viel Firepower haben, dass es sehr, sehr schwer ist, gegen sich die einfach so durchzusetzen. So. Natürlich haben wir hier eine Situation, die man überall so ein bisschen in der Welt antreffen kann, und zwar Fisk Hideouts. Und die Idee ist natürlich hier, dass man versuchen soll, mit Stealth zumindest so ein bisschen den Anfang zu machen. So, keine Ahnung, ob ich hier sicher bin. Aber wie man sieht, auch hier haben wir Bonus Objectives. Stealth Takedowns zählen hier als erstes. Und dann Throw Objects. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. Notfalls müssen wir vielleicht wirklich einfach auf eine dieselbe Person mehrmals Zeug werfen. Cobra 2, Status Report. Check on Cobra 2. He's not responding. Okay, das hat jetzt jemand mitbekommen, was unangenehm ist, aber das sollten wir hoffentlich trotzdem hinbekommen. So, fangen wir mal an, lustig hier zu werfen, denn mir ist doch relativ wichtig, dass wir das hier gebacken bekommen. Das war nicht die Idee, die ich jetzt erhofft hatte, muss ich ganz ehrlich zugeben, und das ist manchmal relativ fies. Ich meine, es war zu erwarten, dass Reinforcements gerufen werden. Holy moly. He's webbing me. Wir haben Säcke.
wie immer gelegentlich solche Sachen ausnutzen. Ah ja, genau. Hier war auch wieder einer, wo man hätte Leute vermutlich frühzeitig bekommen können. So, wichtig ist immer, wir haben nicht unendlich viele Rap-Bombs. Nice, bei 7 sind wir jetzt. Das war immer noch nicht genug, wo mich dann wirklich wieder fragen muss. Okay, eine Sekunde, in der die sowas werfen, ist das natürlich sehr, sehr hilfreich. Okay, viele sind es nicht mehr, die uns jetzt hier noch fehlen. Okay, Achtung. Allerhand lustige Leute kommen jetzt nämlich hier noch hinzu. Und dann hier schön gegen die nervigeren Gegner gewisse Sachen aufheben. Ups, den wollte er interessanterweise versuchen zu werfen, obwohl die Option für den nicht mehr möglich war. Okay, wir haben wieder genug Webbombs mittlerweile. Ach, da war leider nur einer jetzt in dem Fall. Genau, die da hinten mal ganz kurz, damit die mich aus der Entfernung nicht zu sehr nerven können. Da kommen wirklich immer mehr her. Und bam. So, wie immer. Oh, das kannst du schön behalten. Au, 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 au. Muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte mir erhofft, dass wir den anderswertig kriegen würden. Nice. Ja, bei denen muss man immer wirklich die in die Luft schleudern. Davon hat man bei weitem mehr. Das ist, glaube ich, auch die eine der wenigen Möglichkeiten, wie man überhaupt... Yikes, dass das mich überhaupt getroffen hat. Das hatte ich nicht erwartet. Oh, oh. Okay, sehr gut. Also, das ist eine relativ große. Ganz schön großer Bereich. Mit relativ vielen Leuten auch. Die hier nicht aufgeben wollen. Uiuiui. Das war definitiv nicht die Idee. Muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte erhofft, es hinzubekommen, das Ding zu krallen. Nice. Und damit haben wir das geschafft. Captain, I've got Fisk's guys and all the probable cause you need, webbed up and waiting. Good job. Fisk thinks he can run things from inside, but he's gonna find out why long-distance relationships don't work out. Und haben damit auch gleich 3 Base-Tokens bekommen. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, einfach mal ganz kurz hier schnell zeigen, was ich mittlerweile schon so gemacht habe. Es gibt definitiv noch so ein paar Sachen, die ich ganz bewusst ignoriert habe, gerade denn die ganzen Research-Sachen sind so ätzend. Also, was ich bisher gefunden habe, ist eine Alternative von, oh, das sind Wassertürme und oh, diese Wassertürme, da müssen wir gucken, irgendwas stimmt mit dem Wasser nicht. Also muss man irgendwelchen Wasserleitungen folgen, dann muss man gewisse Wassertürme wieder fixen und dann im Endeffekt herausfinden, wo das im endgültige Problem war, was im Endeffekt, glaube ich, war, in der Röhre ist irgendwo Müll drin gewesen. Das musste man also mit einer simplen Aktion wieder rausziehen. Ansonsten, wir haben von Resources mittlerweile so einiges gesammelt.
Dementsprechend würde ich ganz gerne mal hingehen und vielleicht mal einen neuen Suit erstellen. Und ich würde mal ganz gerne gucken. Magnetically Polarized Armor Plates make suit temporary bulletproof against all enemies, even snipers. Discharges amplified EMP build up to stun enemies and disable their weapons. Da sind schon so ein paar relativ coole Sachen mit dabei. Der Stark Suit calls in a Spider Bro to temporary aid in combat. Also da, die sind schon sehr, sehr cool. Negative Suit. Synchronize Nano Mesh Particles to unleash a devastating wave of negative energy. Also ein paar von denen sehen ganz cool aus, ein paar von denen sehen relativ ulkig aus. Kid Bashed High Discharge Capacitors temporarily electrify gauntlets, electrifying enemies. Da sind so ein paar, die zwar schon angezeigt werden. Aber klar ist es noch nicht, außer das heißt, dass die Black Cat Stakeouts gemacht werden müssen und hier Find All Backpacks. Okay, gut zu wissen. So, ich würde eigentlich ganz gerne fast den hier mal nehmen, einfach nur mal rauszufinden, was für Vorteile man daraus gewinnen kann. Nice. So, dann craft a new suit, auto-equip the new suit power. Use the suit power menu to swap back to any previous suit powers you have unlocked. Was meines Erachtens auch sehr cool ist. Also man könnte den Standard Spider-Man haben und dann aber die Powers von den anderen Suits nutzen. So, gucken wir mal. Wir wollen auch gleichzeitig gucken. Web Attacks generate mehr Focus. Da bin ich noch nicht ganz so sicher, ob mir das wirklich hilft. Enemies take longer to detect you in Stealth. Also was, nehmen wir das einfach mal. Ebenfalls Gadgets, da sollten wir vielleicht mal kurz gucken. Mir persönlich fällt nämlich die Webbombe sehr gut. Proximity? Das ist interessant, weil man kann nämlich eigentlich nur auf Gegner damit zielen, aber vielleicht ist da wirklich ein bisschen mehr Geschick dahinter, als ich der Sache jetzt hier zutraue. Auf jeden Fall, wir haben auch hier die Möglichkeit mit 51 Crime Tokens. Increase maximum shots of this. Oh, by one. Yes. Yes. Increase blast radius of web bomb. Yes. Kann ich nicht machen. Achso, Level 15 muss ich dafür erreichen. Okay. Ich denke, das ist aber trotzdem grundsätzlich gar nicht mal falsch, so gewisse Sachen zu verbessern. Web Shoulder refills faster. Yes, please. Adds two shots to something. Yes, please. Refills faster. Yes, please. Yes, please. Okay, mehr will ich jetzt erstmal noch nicht machen. Ansonsten, wir haben jetzt hier 4 Punkte, die wir verteilen können. Wir müssen aufpassen, Sachen kosten manchmal mehr als ein. Stealth Takedown generate more focus. Hazard Zone. Improves Focus Gained at High Combo Counts. Payback. Press After, genau. Von Instant Takedown. Oh. Eigentlich müsste man das schon fast machen. Gerade vor allem, wie nervig mit den Dämonen und deren Waffen das ist. Ich gehe davon aus, dass wir in der Zukunft da immer mehr auf die treffen. Point Launch. Das sah cool aus. Airtrix. I don't know. Quick Recovery könnte hilfreich sein für die Zukunft. Charge Jump will ich eigentlich haben. Das ist so die grundlegende Spider-Man 2. Erdenjank. Eigentlich ja. Eigentlich würde ich das ganz gerne haben. Denn ich hatte sehr, sehr häufig in meinen Kombos, vielleicht hat man es wirklich auch in dem Kampf gerade gesehen, so die Situation, dass ich jemanden in die Luft schleudere, auf ihn einprüge, ihn dann wegschlage und dann in der Luft mehr oder weniger nichts Gescheites anstelle. Ich denke, wenn wir uns den hier krallen, könnten wir in der Zukunft vielleicht so einiges Lustiges hinbekommen. Swing Kick will no knock over shield. Oh. Swing Kick ist richtig cool. Wirklich richtig cool. Und so wichtig anzumerken ist, ich hatte einige Random Encounters gehabt, die auf Dächern stattgefunden hatten. Und das Coole ist wirklich, selbst wenn man hingeht und jemanden von dem Dach runterpfeffert, Spidey geht immer hin und da, das kann man zum Teil sehen, manchmal sieht man wirklich, dass so seine Webshots auf einmal so mehr oder weniger in die Luft oder einfach um ihn herum rumflattern. Der Witz ist, dass wenn jemand tatsächlich von einem hohen Gebäude runtergeschleudert wird, dass Spidey, selbst wenn man es selber nicht macht, tatsächlich sicherstellt, dass die irgendwie an die Wand gebappt werden und nicht einfach zu Tode fallen. So ein kleines, lustiges, nettes Detail, was ich sehr, sehr gut finde.
So, wir haben nur noch 2 Punkte. Dementsprechend, ich denke, wir sollten gucken, dass wir den Combo When Below Half House Attack Generate Focus Faster. Also hier so ein paar Sachen, um wirklich so ein bisschen länger zu überleben. Throw müssen wir vielleicht auch irgendwann überlegen. Wo ich mich da natürlich frage, was für Gegner man da werfen kann. Wenn man gerade so Leute hat, die irgendwelche Stun-Batons haben oder ähnliches, wäre das natürlich durchaus hilfreich. Also was, ich denke, ich werde mal hier jetzt mir das so erlauben, dass wir tatsächlich mal vielleicht nochmal ein bisschen schneller durch die Straßen von New York uns begeben können. Immer durchaus hilfreich. Logischerweise, wir haben noch viele weitere Punkte, die wir hier investieren könnten. Und so ein bisschen gerade sollte man das vermutlich auch überlegen zu machen. Oh, das Ding sieht so cool aus. Challenge Tokens fehlen uns. Was fehlt uns eigentlich? Dann sollten wir auch mal hier gucken. Kann man die nicht auch nochmal upgraden? Hotel Select? Nee, interessanterweise nicht. Dachte, man könnte auch gewisse Sachen hier nochmal irgendwie verbessern. Scheinbar nicht. Schade eigentlich. Ich meine, wenn wir dann immer noch genug haben, dann sollten wir immer trotzdem nochmal gucken. Eine Frage ist, was nutze ich überhaupt? Powerful Web Blast, that instantly webs up enemies. Das ist eigentlich eine gute Überlegung, gerade wenn es zu den etwas breiteren Gegnern kommt, dass man sowas hat, increase maximum shot, yes. Enemies further back, yes. Das Coolste für mich meines Erachtens ist immer noch, wenn man es tatsächlich hinbekommt, dass die, wenn die so getroffen werden, auch tatsächlich gegen die Wand hier gedrückt werden. Weil dann werden sie mehr oder weniger instant ausgeschalten. Okay, also wir haben hier so nochmal so ein paar Sachen. Achso, da brauche ich die Challenge-Tokens, um es erstmal freizuschalten, okay. Gut, dann... Something's going down at the Fisk construction site. We are at the... Gotta remember to check it out. Never mind. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt hier so ein bisschen herumgespielt, gemeinsam und auch offscreen. Und ich würde sagen, unsere nächste Aufgabe wird jetzt tatsächlich sein, wieder zu der Hauptmission überzugehen. Wichtig anzumerken ist, dass es in dieser Welt sogar Nebenmissionen gibt. Das heißt zum Beispiel, hier sieht man Spider-Man PI Side Mission. Dann gibt es hier eine Help Howard Mission. Also auch da werden wir in der Zukunft uns mal drauf stürzen. Bitte fragt mich jedoch noch nicht genau wie. Vielleicht machen wir es wirklich, wenn wir hier diese Mission geschafft haben und noch Zeit haben, dass wir uns das dann vielleicht angucken. Alles andere werden wir jetzt, denke ich, erstmal ganz kurz ignorieren. Das heißt, falls jetzt irgendwie nochmal irgendwelche Crime-Sachen passieren sollten, dann bin ich so frei und werde die erstmal auch ignorieren. Also da ist wirklich der Fall. Die sind so, wie man es im Endeffekt aus den vergangenen Sachen auch kennt. Also ein bisschen Variation ist gegeben, aber es ist nicht auf einem Niveau, wo es ernsthaft umwerfend ist. Also es sind vielleicht 5 unterschiedliche Missionen. Entweder irgendwie ein Fahrzeug flüchtet, man muss auf das Fahrzeug draufspringen und es stoppen. Oder es ist ein Überfall. Die einzige Sache, die ich bisher noch nicht gebacken bekommen habe, sind Break-Ins. Also wirklich der Fall, da sind mehrere Leute, die irgendwo einbrechen wollen. Und in der Sekunde, in der die einen mitbekommen, hauen die ab. I'm always open to differing points of view. So after a police officer called me out on social media for being too hard on Spider-Man, and it went viral and people just wouldn't shut up about it, I agreed to a debate. Officer, welcome. Thanks for having me. Yeah, so me and my guys were in a shootout with some desperate characters who had nothing to lose. I mean, they didn't care if we all lived and died. And somebody would have, trust me, if Spider-Man hadn't helped us. All right. Fair enough. I'm not saying he never does anything good. I'm saying he causes more problems than he solves. You had to go to the academy, right? Be thoroughly trained? You have rules to follow? Sure, but he seems to know what he's doing too. It worked out for the best this time. Next time, how do we know Spider-Man won't cause the deaths of all concerned? Well, he never has before, has he? I believe we'll just have to agree to disagree. Thank you for your service. Goodbye. Ja, hier auch durchaus mal ein interessanter. Da gab es auch wirklich in der Vergangenheit schon welche, wo es hieß, oh ja, Spider-Man hat jemanden gefangen genommen und dann gerettet, um sein eigenes Ego zu boosten. Ich meine, das sind so mehr oder weniger die kompletten Argumente von dem Kollegen. Aber da waren wirklich viele dabei, wo interessant zu hören, aber nicht wirklich, wo man sagen müsste, oh, man hat jetzt hier was Interessantes verpasst oder ähnliches. Ansonsten ebenfalls eine Sache, die ich ganz kurz anmerken möchte, und zwar einfach um, oh Gott, Demons. Als ich hier so ein bisschen durch die Gegend gezischt bin, einfach um natürlich auch so ein bisschen das nochmal zu üben,
zugeben, ist nicht so viel zu üben dabei. Einfach weil das Spiel es selber schon sehr, sehr gut macht. Fand ich zwei Sachen sehr, sehr cool. Sind zwar die gleiche Kategorie. Und zwar, wie man tatsächlich sich zum Teil durch diese Welt bewegen kann. Ich hatte eine Situation, da war ein Kran und der hatte so eine Röhre getragen gehabt. Und das Coole war, man konnte durch diese Röhre durchfliegen. Und dann hat man wirklich halt gesehen gehabt, wie er sich da durchdreht. Und das gleiche auch hier mit einem Wasserturm. Da hat er sich durch so einen durchgezogen und ist wirklich durch diese Stäbe da unten hindurchgezogen. Und das ist sowas von cool. Okay, gucken wir mal, was jetzt passiert. Consolidated shipping. Jeff, I'm here. What do you see? Find the rest. The boss wants them dead. Looks like the demons are moving in on Fisk's territory. You got this? I got this. Was sagst du jetzt? Aber die Wahrheit sieht natürlich trotzdem noch mal so ein kleines bisschen anders aus, ey. So, logischerweise, wir wollen das Ganze natürlich so angehen. Wie im Endeffekt jetzt gerade mit der Construction-Zeit davor. Stealthful. So, immer so ein bisschen aufpassen. Nicht, dass hinter einem irgendwie einer ist. Okay, also im Endeffekt haben wir erstmal nur hier drüben welche. Lass mal gucken. Ja, da komme ich jetzt auch endlich leichter hin. He's safe, interessanterweise. Wo der eine Kollege dort war. Oh, der war nicht safe, oder? Da tue ich mich immer noch mal so ein bisschen schwer rauszufinden. Manchmal wird es angezeigt, zum Beispiel hier. Achso, vielleicht immer, wenn man den Scan hat. Vielleicht kann ich irgendwie hier jetzt irgendwie laut machen. No! Ja, verdammt. Das ist eine Webbomb, ey. Okay, da muss ich aufpassen, dass ich dann auch wirklich auf das Richtige gehe. Um das Ganze so umzusetzen. Wie gesagt, man hat das aus dem Tutorial gelernt. Oh, man muss einfach hinschießen. Jada, jada. Okay. Nice. Und der nächste. Gute Nacht. Auch der ist lustigerweise safe. Dann macht Laune, wenn man das wirklich so halbwegs gescheit hinbekommt. You got what you came for. You don't need to kill us too. Fisk's territory is ours now. Not today. Hat was schön gemacht. So, wir wollen logischerweise jetzt hier wieder auf diese Bombe übergehen. Yeah, nice. So, auf die muss man aufpassen. Denn mit denen habe ich wirklich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Hey, Willy. You. Nice jumpsuit. Slimming. Stay out of my business. Wait, the demons. Who's their leader? Keep my men alive and maybe I'll tell you. Saving bad guys from other bad guys. Not how I thought today would go. Okay, No. Oh boy.
Okay. Interessanterweise safe. Wir wollen so schon, weil sie hier clever anstellen. Oh, was ich wieder mal versaubeutelt habe. Cool. Habe ich jetzt gerade... Achso, ich habe keine Webbomb. Doch, ich habe eigentlich Webbombs noch. Goodbye. Ja, da sind wieder die Dreckskinder. Okay, sehr gut. Wir müssen jetzt hier wirklich drauf achten. Jups, bye bye. Hat man gesehen, wie der da drüben... wieder hier ein bisschen gucken. Safe angeblich. Der tut weh. Okay, da hat uns angeblich jemand mitbekommen. Meine Frage ist... Oh oh. Yep, I get it. Nice. Oh boy, wo ich überall hin muss. Ja, ne? Nope. Okay, da hoch. Kinda got my hands full. Gotta find the survivors fast. Habe ich hier irgendein Zeitlimit eigentlich? Nope, du machst bitte nicht mit, dankeschön. Uppala, wieder hoch. You okay? Wo? Da unten. Wie zum Kuckuck hast du mich getroffen angeblich? Das ist die Kamera. Okay, die sind für mich nicht mehr neu. Ich habe die in der Wildnis bereits einmal antreffen dürfen, von daher... wirklich unbeeindruckend für mich. Naja, aber hier wie immer, das ist wie Fisk, also einfach immer aufpassen. Wo ist jetzt hier noch ein Problemkit unter uns angeblich? Weiter unter uns, okay. Die arme Sau, die da festhängt. Aus irgendeinem Grund macht er jetzt nicht gerade das, was ich mir erwünsche. I could have taken him. Sure, sure. Fisk, your men are safe. Your turn. Who runs the demons? Maybe he's there. Maybe he isn't. Check the roof. Huh.
I've missed these cryptic Fisk talks. Okay, gucken wir mal. Wer könnte der Bösewicht sein? That just happened? Yeah. Yeah, it did. I'm getting reports of a helicopter with a wrecking ball? Yeah, things with the demons got complicated. Sit tight, Yuri. I got this. Please, let me have this. Yeah, please, eh? Okay, das war ein Raketenwerfer, der nicht wirklich auf uns gezielt worden ist. Jetzt schon. That helicopter is destroying the city. I know. You need to bring it down. I know. Maybe you could superhero a little faster? Working on it, Yuri. Call you when it's done. Ja, das Vieh haut gut ab. Now's my chance. Oh boy. Hi, is this the flight to Newark? I need to disable the helicopter's engine. Okay. One engine down. Now for the second. Nope, finger weg. Please don't screw this up.
These masks are so awesome. Where do you get them? We're Solomon! Cool, thanks. Do they have a website? Yes! Whoops. Hey, Yuri. I caught the bad guys, but... But what? You might want to bring a ladder. Yo, Miles. Hey, fanboy. Oh, crap, I'm late. You coming? Nah, I gotta get to City Hall for my dad's ceremony. All right. Tell your pops I said congrats.